In der Computerwoche-Umfrage Deutschlands kundenfreundlichstes System aus der 2018 hat Axions sehr gut abgeschnitten, mit einem zweiten Platz in der Umsatzklasse über 250 Millionen Euro. Heute haben wir bei uns zu Gast Herrn Jacques Diaz, seines Zeichens CEO bei Axions Deutschland. Herr Diaz, halbes Jahr bei Axions und schon durften Sie auf die Bühne einen Preis entgegennehmen. Das ist doch super, oder? Das ist fantastisch. Besser geht's überhaupt nicht. Ja. Ich möchte bei der Gelegenheit gleich unseren Kunden herzlichen Dank aussprechen dafür und unseren Mitarbeitern, ohne die die Auszeichnung nicht möglich gewesen wäre. Also vielen Dank dafür. Axions ist ein Teil der Vinci Energies Group. Das ist ein großer Industriegigant aus Frankreich. Dann könnte man ja vermuten, dass bei Ihnen OT und IT besonders gut zusammenwachsen, oder? Das haben Sie genau erfasst, das ist unsere Kernstrategie. Also wir haben auf der einen Seite das Branchen-Know-how, zum Beispiel aus der Industrie oder aus der Energieinfrastruktur. Wir haben das Prozess-Know-how und das sogenannte OT, also der operativen Technologie-Know-how. Und das muss man zusammenbringen mit dem Kerninformationstechnologischen und Kommunikations-Know-how. Und erst dann werden Digitalisierungslösungen für die Kunden möglich. Und ich habe es Ihnen schon mal gesagt, damit haben wir aus meiner Sicht das beste Setup für die Herausforderungen, die die Digitalisierung für unsere Kunden und für uns mit sich bringt. Herr Diaz, dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg. Herzlichen Danke, Herr Wilczek.